Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Zu unserer heutigen Morgenandacht lese ich aus Lukas 13, Vers 7. Lukas 13, Vers 7, da heißt es: Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun schon 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Hau ihn ab. Was hindert er das Land? Hau ihn ab. Er nimmt nur anderen die Kraft, den Raum. Liebe Freunde, wir sind bei dem unfruchtbaren Feigenbaum. Und wir haben gestern gehört von den Bekennern in der Gemeinde, die es geschafft haben, sich einzuschleichen, obwohl sie eigentlich sich nie bekehrt haben. Doch Gott, der Besitzer des Weinberges, prüft einen jeden. Diese falschen Bekenner sind an der fehlenden Frucht zu erkennen. Was geschieht nun mit ihnen, wenn der Herr sie ausmacht in seinem Weinberg? Wir dürfen erstaunt sein, wie geduldig der allmächtige Gott und Vater ist. Er kam das erste Jahr und prüfte. Ja, er prüfte den Baum genau. Es war keine Frucht vorhanden und so wartete er ein weiteres Jahr und ging wieder zu diesem Baum, um ihn genau zu untersuchen. Doch es war wieder keine Frucht. Kam jetzt die Axt zum Einsatz, um diesen Baum zu fällen? Nein, noch darf er stehen bleiben. Dann kam das dritte Jahr. Die genaue Prüfung ergab, es ist immer noch keine Frucht vorhanden. So langmütig ist die gerechte und zuwartende Geduld Gottes. Sie kann gewisse Zeiten abwarten, bevor das Gericht kommt. Wer im Weinberg des Herrn, also in seiner Gemeinde steht, hat immer die Chance, durch die guten Bedingungen zu einem fruchtbaren Bekenner zu werden. Selbst wenn er sich einschleicht oder eingeschlichen hat, das Wort wirkt ja auch in seinem Herzen. Und die Gemeinschaft der Heiligen mag ihr Übriges tun. Wäre die Gemeinschaft in eurer Gemeinde in der Lage, das Herz eines Einschleichers zu erwärmen? Gott hat Geduld, ja. Und das sehen wir auch im Alten Testament, wo er mit dem Volk Israel in der Wüste Geduld hatte. Es heißt im Psalm 95, Vers 10, 40 Jahre habe ich Mühe mit diesem Volk und sprach. Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und sie meinen Weg nicht lernen wollen. Doch es gibt einen Zeitpunkt, wo die Geduld Gottes zu Ende ist. Und so kann auch die Geduld mit dem Feigenbaum zu einem Ende. So steht es auch mit den Abgefallenen. In Jeremia 15,6, da lesen wir in Bezug auf Abgefallene auch etwas vom Ende der Geduld Gottes.
will der, mit der er lange getragen hat. Du hast mich verlassen, spricht der Herr, und bist von mir abgefallen. Darum habe ich meine Hand ausgestreckt gegen dich, dass ich dich verderben will. Ich bin des Erbarmens müde. Ja, bei der Sintflut heißt es sogar, Gott hasste, dass er den Menschen gemacht hat. Wenn Gottes Geduld zu Ende ist, holt er zum Gericht aus. Doch solange sollte kein falscher Bekenner warten. So tut um Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Das ist immer der Ausweg. Das ist der einzige Ausweg, dass wir uns Gott zuwenden, damit er sich von dem Gericht abwendet. Dort, wo Menschen umkehren und Buße tun, werden sie definitiv errettet. Schauen wir uns die Situation an in der Stadt Ninive. Verkommen wie Sodom und Gomorra. Schmutz, Gotteslästerung. Und dann schickte Gott den Jona hin, der das Gericht predigte. Ja, warum ist Jona nicht hingegangen, vom lieben Gott zu erzählen? Er predigte Gericht, um die Menschen wach zu machen. Um die Menschen wach zu machen. Zu guter Letzt ging alles in Sack und Asche, sogar der König, sogar die Tiere. Und Gott erbarmte sich, Gott sah ihren Ernst. Da hätte das Reden von dem liebenden Gott und Umkehr und bla bla wohl nichts ausgerichtet. Leider ist der Mensch heute so, dass er allein auf den Begriff der Liebe Gottes nicht mehr reagiert. Im Gegenteil, er meint dann, wenn Gott Liebe ist, dann kann ich ja alles machen. Und er merkt gar nicht, wie er damit immer mehr Gott beleidigt, Gott verletzt. Ja, Gott sogar tritt. Kehr um, du Eingeschleichter. Kehr um und tu Buße. Lass dich herausrufen aus diesem verkehrten Geschlecht. Lass dich zu einem lebendigen Stein in der Gemeinde werden. Gott möge dich segnen. In Jeschua Namen. Amen.